Ja, komm, ey. Noch mehr von euch Wichsköppen. Guck mal, ich müsste gar... Auf Wiedersehen. That was for the brushes. Ja, das war eigentlich ein netter Kampf. Alter. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich dadurch jetzt noch was richtig Geiles krieg. Wieso gibt's denn jetzt hier schon wieder so einen Packer da? Ich dachte, die hassen sich gegenseitig oder Packer haben Angst vor der Queen oder wie auch immer. Was soll's. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Juhu! Kids done what needed to be done. That's right. Ja, jetzt kann ich nochmal alle Gebäude in der Bastion verbessern. Queen Anne's reign is over. We even got a crown jewel. All that trouble for a single shard. But you know what? It was worth it. War es auch. Nazia? Fragen wir doch mal. Glaubst du, ein Knöchel Gator lässt sich zähmen? That Gator is a crazy gal. But so is the gal who promised to look after her. Ne, jetzt haben wir nicht ernsthaft hier so ein... Weed? Wie awesome ist das? Fuß? Hast du sowas schon mal gesehen? They said Queen Anne was just a folktale. Now there's living proof she ain't. Richtig. Ding, 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 ding. Ja, ich würde mal sagen, jetzt wird das hier ausgebessert, oder? Ich weiß es nicht. Ne, Quatsch, das ist ja das Waffenlager, das wäre Quatsch. Das hier wollte ich eigentlich ausbessern. Ain't saying much, but that's the greatest forge in all the city. Schade ist jetzt tatsächlich, dass wir kein etwas Scharfes oder etwas Grobes wäre halt recht angenehm. Wir haben was Spitzes, damit können wir jetzt auch aufrüsten. Ah, wisst ihr was, was ich noch machen wollte? Genau, ich wollte, das hier soll nämlich was komplett anderes bedeuten. Hier hat mich jemand aufgeklärt. So, was machen wir denn jetzt hier? Etwas Spitzes aufwerten oder nicht? Wieder mit der Nahkampf. Ich glaube, ich kämpfe wieder mit meiner Kriegsmachete. The Machete. Ansonsten gucken wir nochmal, ob hier was Neues gibt, aber ich fürchte fast, die alten Waffen kriegen hier auch nichts mehr Neues. Ja, das brauche ich alles nicht. Nein, das brauche ich alles nicht. Langweilt mich. Oh, dann sollte ich vielleicht auch wieder meine... Nee, Geisterklinge wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Das war geil. So, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, noch eine Pause. Bis dann. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bastion. Mit mir dem Pete und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es so eine recht große Pause gegeben hat zwischen den einzelnen Folgen. Ich hatte in der letzten Woche einfach sehr viel Stress mit der Uni. Ich musste Semesterarbeit schreiben und so weiter und so fort. Aber das ist vorbei. Und jetzt geht's weiter mit täglichen Folgen von Bastion. Ich weiß, das, was wir jetzt sehen, das hatten wir letztes Mal schon. Aber wenn man lädt, dann speichert er das nicht. Moment, was war das hier nochmal? Missionen und Andenken. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Was war das? Mächtige Geheimfertigkeit wollte ich auch nicht. Starken Spirituose klingt eigentlich ganz gut. Weitere Aufwertungsebenen.
Klingt gut. Ain't saying much, but that's the greatest forge in all the city. Schade nur, dass mir dafür die Sachen fehlen. Aber das macht nichts. Wir stürzen uns weiter in ein neues Abenteuer. Wir könnten natürlich auch Downsea-Lager probieren. Die heimlich-tuerischen Schleicher trainierten in diesem Ausbildungsgelände die hohe Kunst des Lanzenkampfs. Over there is Camp Downsea, where the brushers steel themselves for secret missions. Komm, machen wir das doch mal testweise. Da werde ich mich jetzt aber nicht zu lange mit aufhalten, denn wir wollen ja weiterspielen. To prepare for the wilds, Ceylania's brushers practice at Camp Downsea. Had to navigate a maze of pincushions with nothing but a pike. Aktiviere schnell alle 6 Schalter. It's a dangerous test for a dangerous job. Hey. Wieso kann ich mich nicht mehr hier so springen? Normalerweise kann ich doch bei X springen. Health tonics were off limits at Camp Downsea. They said they made you weak. Mein Gott, ist das verwirrend. Ach so. Oh. Wo sind denn noch Schalter? Ach, da. Wieso kann ich denn keinen Trank nehmen? Das finde ich jetzt etwas verwirrend. The rules said he couldn't use any fancy footwork, just your brains and your bike. Ach so, okay, ich verstehe. Sometimes the course was brutal. What? What happened there? 1,45. Just getting through the course in one piece was an accomplishment. Naja, dritter Preis, das war jetzt wenig überraschend. Etwas Spitzes. Unter 90 Sekunden. Ja, komm, das können wir aber noch eben probieren, oder? Ne, ich möchte eigentlich neu starten da. Es ist sehr verwirrend, wenn man nicht durch die Gegend springen kann. Din, 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 din. Ich glaube nicht, dass ich gerade den guten Weg gegangen bin. Wow, da habe ich ja gerade voll aufs Maul gekommen. Jetzt renn doch schneller! One well-placed throw could take out several of those ugly critters. Nein! Jetzt bin ich schon bei 1,33, sehe ich gerade. Oh je. Da bin ich echt gerade ziemlich noobig. Wow, ich war 5 Sekunden schneller als vorhin. Hammer. Ich bin begeistert. Okay, damit bin ich offensichtlich zu noobig. Macht aber nix. Ich
denke mal, das nächste überleben wir trotzdem. You can see why the brushers prize those pikes of theirs. Jetzt kann ich hier auch wieder so hin und her springen, das ist viel angenehmer. Ach verdammt, jetzt habe ich nicht vorgelesen, was da auf uns wartet, aber wir werden es selber hoffentlich herausfinden. Know how Ceylandia became the richest city in the world? Two words. Point Lemain. If the wilds could ever be tamed, it was gonna happen right here. But now, the greatest outpost past the city line is nothing but a freak show. Komm, öffne dich, Bitch. Geht doch. The army's triggers once had the place on lockdown. Oh, was ist das? Kid might as well pick up where they left off. Blam, just like my fighting days. Gun like that can even put the wilds in check. Whoa. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Spiel hier gerade verstanden habe. Wow. Wo gehen die Schüsse denn hin, wenn man so... The Grand Rail of Point Lemain. Not only is it still there, it still works. It's no longer shipping hides and alloys and spices. Oh fuck. Give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Ich glaube, die Waffe habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ja, komm du mal her. Grand Rails all grown over with things the calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. Das ist schon ziemlich geil, ja, ehrlich gesagt. Komm schon. Oh Gott! Kid lets a few of them slip by. Ja, einen, sorry. Lunky Whoa! Settled in like they own the place. Boah, der kam aus dem Nichts. So, jetzt hören wir mal weiter. Takes fancy footwork on the rail. What with wallflowers, coffin, fungus everywhere. So, soweit so gut. Die Knarre werde ich so wieder wechseln, sobald ich kann. Weil ich mit ihr nicht umgehen kann. Oh, oh. So, platt gemacht, den Kerl da. Null Problemo. The place used to be closed off, but now it's split open like a rotten pineapple. Das macht nichts. Die Musik ist cool. Oh fuck. Of course the Grand Rails seem much more fighting in bygone times. So, sehr gut. Amik